Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Zomboid. So, es ist Nachmittag, ich weiß gar nicht, ob ich vom Bett stand letztes Mal. Hier sieht es eigentlich alles recht leer aus. Ich habe mich noch ein wenig umgeschaut in der Zwischenzeit und habe festgestellt, optimal ausgerüstet ist was anders, weil das Dingens hier ist zwar schön. Da ist was noch auf dem Zeug drin, das legen wir jetzt mal ganz kurz ab. Weil brauchen wir jetzt gerade so gar nicht. Was wir aber brauchen werden, oder was wohl Sinn macht, ist, wenn man dieses Ding, ich weiß nicht, mit zwei Händen ausrüstet. Und ich habe auch gesehen, also die Brechstange, und ich habe auch gesehen, dass der Baseballschläger wesentlich mehr Schaden macht. Das sind so zwei Sachen, die müssen wir mal ändern, wenn wir auf Erkundungstour gehen. Weil Schaden ist ja schon so eine Sache. So, 65 und dann normal 70. Das heißt, der... Ich lege den jetzt auch mal hier ab. Einen von beiden muss ich dann wieder... So, Seesack. Und ich hätte gerne den normalen Wanderrucksack als... auf dem Rücken. Genau, so. Jetzt haben wir da drin, nehmen wir mit einem Schraubenzieher, Dosenöffner, Chips, Erste Hilfe... ein Feuerzeug, Schokolade und ein Pullover. So ist natürlich, wir haben wieder ein bisschen was verloren. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen. Bei Klamotten findet man eigentlich nicht an jeder Ecke, wenn es sein muss. Einen Erste-Hilfe-Kasten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir gleich so weit wegrennen, dass wir... Brauchen wir vielleicht auch nicht unbedingt so. Naja gut, und dann haben wir hier noch Sachen, die müssen wir auch noch ablegen. Wasserflasche ist zwar okay, aber Veilchenhunger, kann man die jetzt einfach mal essen? Ja, die kann man einfach mal essen. Oh, und ich sehe, ich weiß, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte schlafen. Kann das sein? Ja, ich wollte schlafen. Man lernt doch nie aus. Dann legen wir hier mal noch den Ast und das reiße ich da rein. Das lohnt sich ja noch gar nicht, jetzt zu schlafen. Dann können wir noch Jagen für Anfänger noch ein bisschen hier lesen. Dann kann ich nebenbei nämlich hier mal schauen. Achso, das wäre jetzt fürs... Was ich hier noch machen wollte. Was ich euch noch unbedingt fragen wollte. Ich bin mit den Thumbnails jetzt aktuell ein bisschen unzufrieden, weil die im Wesentlichen aus einem ja, schwarzen Bildschirm bestehen. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr da ja, andere Ideen habt, was ich da machen könnte. Ob ich einfach so ein, ja, ein statisches Bild einfach mache, was ich immer wieder hernehme. Oder so. Da bin ich noch nicht so zufrieden mit... Ich weiß jetzt auch nicht, was ich damit tun soll. Und was ich auch nicht tun soll, ich weiß nicht, was ich mit den Erfahrungspunkten hier tun kann. Kann ich die hier irgendwo... Erfahrungspunkte 2. Genauigkeit. Kann ich die hier irgendwie... Fitness und Stärke. Da bin ich hier ganz toll. Aber... Was mache ich mit Erfahrungspunkten? Schnellleser, ja. 24 getötete Zombies, auch nicht schlecht. Warum ist der Brechstange? Ich wüsste es auch mal gern. Ja, wie gesagt, also wenn wir nochmal einen Baseballschläger finden, der scheint etwas mehr Schaden zu machen und hält mindestens genauso lang wie eine Brechstange. Von daher, ich hätte gemeint, dass es so richtig Half-Life-like. Ja, komm, das lesen wir mal fertig, würde ich sagen. So. Dann können wir das auch gleich ablegen. Hier, Buch, Jagen für Anfänger, haben wir gelesen. Und können jetzt Infofähigkeiten. Also, und mit den, ja, mit den Infos habe ich auch noch hier was gesehen. Das sind hier Multiplikatoren, die man da sieht. Also, besser gesagt, die sind keine. Und man lernt wohl mittlerweile nicht mehr ganz so schnell, wie das mal früher der Fall war. 10 Stunden von um 9. Von um 7 bis um 5. Das ist natürlich blöd. Na egal, schlafen wir mal. Das halten wir schon aus. Können wir jetzt eigentlich jetzt parallel dazu was. Na ja, kann er nachdem das Zeug reinschauen. Auch nicht schlecht. So, es ist um 5 früh. Guten Morgen, liebe Welt. So, trinken wir erstmal ein Schlückchen Wasser. Wasserflasche auffüllen. Trinken.
Was hat unser Kühlschrank? Banane. Wir essen heute mal eine Banane. Ich glaube, das hält am wenigsten. Ja, das ist auch gut. Erstmal noch so ein. Erstmal noch ein Brokkoli hinterher. Das ist gesund. Gemüse ist gesund. So. Damit sind wir gesteckt. Jetzt müssten wir auch ein bisschen. Jetzt haben wir nicht massive Tragekapazität. Da können wir ja. Haufen Zeug. Es ist natürlich. Natürlich ist es schade, dass wir so wenig Transportmöglichkeiten haben. Ich weiß, es gibt eigentlich mehr Schaden, aber ich nehme es trotzdem den als sekundären mit. Weil ich weiß nicht. Schauen wir mal. Apropos, man kann jetzt einen rauszoomen. Hahaha. Na, endlich geht das wieder. So. Jetzt weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Ich wollte ja, glaube ich. Oh. Hallo, Jungs. Die sind da schon alle da. Gehen wir erstmal außen rum, schauen wir uns. Weil ich glaube ja, wir hatten ja hier irgendwie da oben, aber die Kirche, dann war ja noch dieses, die paar Lädchen. Da könnte man nämlich mal reinschauen. Was ist da, oh, da wird noch so eine ganze Meute, die gefällt mir da gar nicht. Also die müssen wir bei Bezeiten dann auch mal irgendwie hier entsorgen. Die sind mir etwas unangenehm. Wenn die da so vor der Tür herumstehen. Ich meine, das Ding wäre natürlich nicht, wenn oben Gras drauf wäre, dann könnte man. Dann hätte man da tatsächlich richtig schön sich eine Basis draus bauen können. Foodmark, das ist ja noch besser. Was ist das hier? Ah, da stehe ich wieder die Penner rum. Ein Bettel nach Geld. Irgendwelche. Wie heißt das heutzutage? Battlebanden oder so ähnlich? So, machen wir auch wieder zu. Gut. Meine, gut, wir sind natürlich auch nicht besser wie so ein Plünderbanden. Wenn es denn hier groß was gäbe. Ist hier irgendwas? Blatt Papier, kann man damit was? Habe ich auch gelesen, kann man nur zum Feuer machen und so Zeug hernehmen. Deswegen nehme ich jetzt sofort auch mal ein paar mit. Wobei man wohl ein Buch. Also ein. Wo man wohl ein Buch transformieren kann für diese Aktion. Aber was ist das hier für ein Ding? Das ist ja. Ist das ein. So was wie ein Hotel? Gibt es hier noch Bewohner? Achso. So. Na, was haben wir hier? Desinfektionsmittel. Das ist sehr gut. Lagen, Haarspray, Klebeverband können wir auch mal mitnehmen. Das sind, glaube ich, so Sachen, die könnten Sinn machen, wenn wir sie haben. Ich hoffe, mit dem Haarspray, dass man noch so einen Flammenwerfer damit bauen kann. Gürtel, Golfschläger, Unterwäsche, Spielbaustein. Unterwäsche. Was? Spielbaustein, kann man auch nicht spielen, damit ist schade. Damit kann man, glaube ich, Molotow-Cocktails bauen. Mit den Kissen kann man auch irgendwas machen. Ich weiß noch nicht mehr genau, was. Ich habe es da echt versemmelt. Minzbonbon. Das essen wir doch direkt mal. Das müsste doch, glaube ich. Eine Pistole. Wir nehmen sie erstmal mit. Schlaftabletten. Und ich höre irgendwo ganz entfernt, dass da einer an die Tür hämmert. Da werden wir auch nochmal. Eine Zeitung. Jagen für nicht mehr Anfänger. Wir sind ja mittlerweile nicht mehr Anfänger. Da werden wir dann hier auch mal einen auf den Wanz hauen müssen. Ich denke mal, hier drin wird das sein, der gute Herr. Ne, nächster Raum. Ja, nächster Raum. Ich lasse ihn einfach mal, weil wenn er nämlich netterweise die Tür aufbekommt, kriegen wir nämlich gleich ein bisschen Holz und so Zeug. Das nehmen wir nämlich gern mit. Sie haben ja eigentlich alle Schlaftabletten dabei. Das ist aber auch komisch. Hier ist nichts drin. So. Pinzette kann man dafür nehmen, um Glassplitter und dergleichen aus dem Körper rauszuziehen, wenn sowas mal aufgetreten sein sollte. Oh.
sterben Sie! Jetzt! Nicht beißen! Alter, nicht! Das ist ja richtig, kann man so schlecht einschätzen, wenn man den trifft. Ja, jetzt habe ich getroffen. Und ja, Antidepressiva, das kann ich gut verstehen, dass du sowas gebraucht hast. Keine andere Tür? Ne, brav. So, Seife und ganze Zeug. Wir nehmen hier einfach mal wieder das Zeug mit. Bleichmittel, weiß ich nicht. Zeitung, sehr schön. Taschentücher, Streichhölzer, Magazin. Also hier ist glaube ich, ein Motel und dann ist oder sowas eine Schachfigur. Ob es da einen Bonus gibt, wenn man den ganzen Ding zusammengefunden hat? Hey, Feuerzeug, Pistole, Laserziel. Kann man die... Ah! Entfernen? Muss ich das erst bei mir im Inventar haben, dass ich das entfernen kann? Hier. Nachladen. Oh. Die Laserzielhilfe war wohl etwas schwer, dann legen wir sie auch wieder ab. Kann auf Pistole montiert werden. Das Ding hat ein Rotpunktvisier, nehmen wir uns auch mal dahin. Hab ich den nicht gerade rausgelegt? Achso, das dauert noch ein Stück. Entfernen Rotpunktvisier, bauen wir auch erstmal aus. Weiß nicht, was ich damit jetzt noch tun kann. Ich leg's jetzt auch erstmal da rein, auch die Pistole dazu. Weil die Dinger ja schon relativ schwer ist. Weil ich auch, ich muss vielleicht, ich soll da vielleicht erstmal wieder hier meine Brechstange ausrüsten. Weil mir mein Essen wieder abhanden gekommen ist. Gibt uns das 20, so, dankeschön. Hier ist alles brav. Hier noch einer drin. Hallöchen. Upa, das war jetzt auch ein Glückstreffer, würde ich sagen. Ach, die hat sich gerade geschminkt, die Arme. Es tut mir jetzt direkt leid. So, ich spiele den auch mit. Das ist mir jetzt direkt ein bisschen unangenehm, dass ich bei ihm bei der Morgentoilette hier gestört habe. Aber manchmal ein Videospiel auseinandernehmen. Was gibt's dafür? Wo sind wir denn? Hier. Elektronikschrott nehmen wir gern mit, kann ich immer gebrauchen. Ich bin ja so ein Bastler. Kann ich nicht auseinandernehmen, lagen. Ey, aber lang hält das nicht vor, muss ich jetzt hier mal sagen. Immer so, jetzt hau ich mir mal so ein Ding rein. Nochmal ein Laken. So ist das so ein Streichholzwand da drin. Hier geht's wieder auf die Straße. Mann, bleiben Sie, wo Sie sind. Meine Güte. Diese lästigen Fans hier. Nicht viel. Ah, gut. Bleichmittelschuhe, Rock wollen wir jetzt nicht. Hose. Na gut, hier sieht es eigentlich ganz brav aus. Gut, können wir auch wieder gehen. Der ist auch noch nicht offen aufgekriegt. So. Wie gesagt, das müssen wir ein bisschen. Und ich meine auch, dass wir mit den Kissen irgendwie ein Bett oder irgendwie was zum. Kannst du mal die Tür aufmachen? Antidepressiva, solche Sachen nehme ich immer gerne mit. Pinzetten nehmen wir mit, Bleichmittel nehmen wir jetzt mal nicht unbedingt mit. Komm, hier ein leeres Notizbuch und ein Buch. Und da ist wieder die Tragekapazität fast voll. Es, wie gesagt, Essen ist hier nicht so der Brüller. Oder die Vorhalte. Eine Büroklammer. Klingt interessant, nehmen wir mit.
Schulranzen. 60% Gewichtsreduktion. Kochen für nicht mehr Anfänger nehmen wir auch mal ganz gern mit. Macht das einen Unterschied, wenn ich das jetzt da reinwerf? So irgendwie? Oder ist der... Ach, der ist jetzt voll. Mhm. Naja, gut. Da haben wir ein... Kann ich die jetzt auch irgendwie zerlegen? Nachladen? Oder so? Kann man das jetzt irgendwie... Entladen kann man so ein Ding also nicht. Das ist natürlich blöd. Weil noch weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich mit den Dingern tun wollen würde. Und um den einen, der da rumklopft, den kümmern wir uns auch noch drum. Keine Sorge. Kann ich hier Spielkarten mitnehmen? Macht das einen Unterschied? Kann ich jetzt... Es wäre jetzt cool, wenn man sich damit halt einfach so beschäftigen könnte oder sowas. Kampfpinzette haben wir jetzt, glaube ich. Toilettenpapier, ganz wichtig. Die sollten wir mitnehmen. Zahnpasta auch. Für die tägliche Morgenhygiene, die wir hier noch nie gemacht haben. Fischen für nicht mehr Anfänger. Also wie gesagt, wir packen uns jetzt hier das Zeug ein, zur Not esse ich halt nochmal einen Happen. Hose, Feuerzeug, Rock. Nicht so viel Zeug. Was haben wir hier noch drin? Schaut gut aus. Bleichmittel, Antidepressiva. Ich weiß nicht, warum ich so viel Psychopharmaka hier einsammeln, aber es wäre natürlich schön, wenn er die Tür mal hier zerkloppt hätte daher, aber dann auch du gute Güte, halten Sie ab. Oh oh. Ja, gleich zwei, also das war jetzt aber, oh mein Gott, na du, panisch, Präzision verringert, das ist, ja. Danke fürs Lesen. Das, Zigaretten, da braucht, müssen wir eigentlich mal... Nein, natürlich nicht, sowas tun wir nicht. Ich nehme es einfach mal so, nur so mit. Ja. Unterwäsche nehmen wir gleich als Stofffetzen mit. Laken. Haben wir keinen Platz mehr. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was man daraus... Ich meine, irgendetwas konnte man daraus bauen Richtung Survival oder so. Also so. Badetuch, Flasche, Desinfektionsmittel, das ist immer gut. Dann können wir uns nämlich als nächstes noch ein paar desinfizierte Bandagen herstellen. So, haben wir jetzt noch irgendwo einen Raum übersehen? Ja, hier unten haben wir noch einen übersehen. Die Küche. Eigentlich der. Ein Stift. Ich weiß nicht, ich nehme einen Stift mit. Im Kühlschrank. Oh, was hat... Da hat gerade einer geschrien. Ich habe es genau gehört. Den legen wir uns jetzt mal ganz kurz dahin. Käse. Huhn. Hamburger. Können wir nicht frisch. Die nehmen wir, also wir nehmen die erstmal so mit, aber... Bräter. Ein Bräter. Dose mit Mais, Dose mit... Also solche Sachen nehme ich natürlich auch gleich. Ich kann ja erstmal lecker schmecke das Zeug da reinpacken. Was war es noch? Käse, Radieschen, Huhn. Machen wir jetzt einfach mal in der Mikrowelle. Ich hoffe, die macht nicht Ping und holt dann die ganzen Zombies ran. Dose. Nehmen wir noch einen Hammer mit, wenn wir den schon finden. Was haben wir hier noch? Wir können jetzt einfach mal so ein Ding alles essen. Kann man gleich ein bisschen mehr tragen. Müsli. Essen. Das war eigentlich schade drum. Oh, Kaffee nehmen wir natürlich auch mit. Löffel, Gabel, Müllsack. Kochtopf. Was haben wir? Reinigungsmittel. Ja, auf einmal kommt noch wieder ein bisschen was. Ein Küchenmesser. Eine Glühbirne.
Weiß ich noch nicht, was wir die brauchen. Also hier ist Zeug, das kann man ruhig mal einsammeln. Buttermesser, Kaffee nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, wir brauchen auch mal eine Tasse für den ganzen Spaß. Ach komm, nur ein Feuerzeug. Mausfalle kann man. Ich weiß nicht, ich stelle den einfach mit. Frisch, wenn ungekocht, verbrennt. Speck verbrennt. Den nehmen wir natürlich jetzt raus. Das Huhn ist gleich fertig. Ich gebe mal kurz ein bisschen Stoff drauf. So, danke schön. Das Huhn ist fertig. Dann kann man das Ding auch ausschalten. Huhn, Speck, Radieschen. Essen wir gleich mal hier, bevor was umkommt. Lecker Karotten essen wir. So, nun haben wir uns auch noch den. Ach, den heben wir uns mal noch auf. So. Da sind schon wieder unsere treuen Anhänger. Guck mal, jetzt kann man nicht ganz so viel tragen wie vorhin. Was ist jetzt das hier eigentlich? Kann ich jetzt. Genau, so komme ich drüber. Ist hier irgendwas los? Mülltonnen? Müllsack. Mülltonnen mit Müllsäcken, auch nicht schlecht. Das ist eine Baustelle, oder? Ist der Bauleiter noch da? Ach, geh jetzt, komm, jetzt ess halt hier. Das musst du mal einen Augenblick aushalten, sag mal, das kann ja nicht wahr sein. Wenn wir schon mal da sind. Was war das jetzt? Gummiband. Kugelschreiber. Und als Waffe. Ja, wir sind jetzt langsam am. Wir können durch das Wasser gleich noch auffüllen, wenn wir hier sind. Fülle Trinkflasche. Trinken. Schauen wir nochmal ins Dixie-Klo, ob da noch ein Zombie vielleicht drin steht. Nö. Ein Glück. So. Ach, da unten. Da ist der letzte Bauarbeiter. Der einzige arme Kerl, der überhaupt irgendwas getan hat. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Ja. Du hast eine Pistole bei dir, ne? Aber hallöchen. Okay, da unten hat sich das aber nicht bewegt, ne? Weil das ist mir auch so ein Zeichen, dass mit diesen Schreien die Zombies eigentlich in Richtungen gelenkt werden. Bam! Und ja, du hast es überstanden. Und die hat sich aber da überhaupt nicht bewegt in die Richtung. Und wie ich auch gelesen habe, ach komm jetzt, das kann doch nicht so schwer sein, das mal ein bisschen auszuhalten. Vielleicht das Huni essen sollen. Erstmal halt noch das Huhn hinterher. Ich meine, das sind bestimmt keine Zombies auf der Wiese, die uns irgendwas tun wollten. So. Ach, hier drüben, das ist noch unsere Fanhorde. Na, da kommen wir uns nicht so schön durch. Nur noch wieder außen rum gehen. Apropos, die Folge, ja, wir sehen uns, glaube ich, beim nächsten Mal wieder. Wenn wir auf die nächste Plündertour gehen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.